Hallihallo und willkommen zum ersten Part von Let's Play White Day. Und ja, ich glaube, es müsste eigentlich ein Film kommen, deswegen mache ich jetzt nichts wegdrücken. Genau. Ein Mädchen! Wow, sie hat was liegen lassen. Das weiß ich auch, woher der Junge das Ding von ihr hat. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe das vorhin geskippt gehabt bei der Testaufnahme und habe mich gewundert, woher der auf einmal ein Tagebuch hat. Jetzt macht's Sinn. Oh Gott. Ich habe gehört, das Spiel soll ziemlich gruselig sein. Hallo? Okay, das Intro kommt anscheinend nochmal, wenn man es nichts macht. Erstmal Optionen. No Quarantine, bla 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 bla. No Controls angucken. Ich weiß noch nicht, ob ich die Pfeiltasten oder die WASD nehmen soll. I'm not sure about this. Naja. Ich kann stehen und sitzen. Gut zu essen. Ich stehe noch nicht. Ups, falsch. Darüber. Na, ich lasse es mal. Ich habe auch festgestellt, ich habe die erste Testdings da, wo ich erstmal geguckt habe, ob das Spiel funktioniert, habe ich very easy genommen. Und da gab es ein Mobiltelefon, das mir irgendwie Hinweise geben sollte, beziehungsweise gegeben hat, zumindest hat es gesagt, ich soll wegrennen. Dann habe ich vorhin die Testaufnahme auf normal gehabt und bin aus Versehen auf den Handyknopf gekommen und dann hieß es zu mir, die Funktion gibt es nur auf easy. Ich hätte schon gerne ein Handy, das ich benutzen kann, aber wir wollen ja auf normal spielen. Naja, that's right, so we can get the most out of White Day, ja. Wir nehmen denn das, wo wir am meisten von White Day rausbekommen. Den Rest lassen wir das hard und real. Vielleicht danach irgendwann. Wir werden sehen. Oh Gott, ich werde das jetzt schon bereuen. So, lasse ich die komischen Namen da drin. This will be used as your name for the game. Warte, ich bin ein Kerl. So, ich bin ein Kerl. First name. First name. Oh, gut, es sind normale Buchstaben. Ich nehme mal lustigen. Oder was nehme ich denn? Ray! Start! Ja, wir nehmen jetzt die männlichere Variante von Ray. Das ist nicht kreativ. Ray. Kurokawa! Ein Japaner in einer koreanischen Schule. Ist das nicht ein bisschen bizarr? Ja, irgendwie schon. Japaner mit einem englischen Namen in einer koreanischen Schule. Das wird immer bizarrer. Ja, egal. Egal. Kann uns egal sein. Ich nenne ihn bestimmt nicht Princess. Das wäre zu lustig. The Master of the Labyrinth is waiting for you. Okay, da. Meister des Labyrinths wartet auf uns. So. Los, komm!
uns gehen, Junge. Wir schaffen das irgendwie, hoffe ich. Ich habe Angst. Nein, Schatz. Producer. Name, den ich nicht lesen kann. Scenario Writer. Name, den ich nicht lesen kann. Ich kann leider kein Hangul lesen. Tut mir leid. Sondern japanisch noch einfach. Wie ist das? Ah, Director. Wobei eine Freundin von mir hat mir mal erklärt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Aber ich bin zu faul, das zu lernen, also tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Wir werden beobachtet mit der Sicherheitskamera. Ich habe das Gefühl, mein Mikro ist so weit unten, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so ist. Deswegen, ich hoffe, es passt. Ich habe mir vergessen, Zeit zu machen. Ich Schlaukopf. Ich Schlaukopf. No, nein. Oh, und ich habe noch was vergessen. Ich habe vergessen, das Territory. Ach so, okay, es passt noch. Nee, passt. Ich benutze mein schönes Handy jetzt. Nein, das war falsch. Böses Handy, mach was ich will. Timer. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lange, weil ich will unter 15 Minuten bleiben, weil es ziemlich viel Gigabyte schluckt, das Spiel. So, es ist scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Die Uhr tickt. Wir können rennen. Es ist 10 Uhr. Hier geht um 10 Uhr nachts in die Schule, Mann. Junge, was geht mit dir? Ich habe auch schon hier im Jung- und Mädchenklo geguckt. Also zum Beispiel im Jungklo gibt es hier nur blöde Türen. Da dachte ich selbst, da kommt was rausgesprungen, bin immer danach gegangen, aber da kommt nichts. Also können wir die Türe schön wieder zumachen. Hier ist ein Speicherdings. Mit den Stiften speichern wir. Dich. Es ist ein Stift. Und hier ist das Notepad zum Stift mit. Ja, es ist auch nervig. Ich muss was zweimal anklicken. Beim ersten Mal guckt das an und beim zweiten Mal nimmt das auf. Stifte werden benutzt, um dein Spiel zu speichern. Benutze sie auf Notizblöcken in den Toiletten. Okay, gut zu wissen. Das mit den Toiletten habe ich beim letzten Mal nicht gelesen. Da, den nehme ich mir jetzt aber erstmal auf. Hier übernehme ich noch was. Ich bin näher dran. Es ist eine Münze. Dann hebt die Münze auf. Stopp. So, die ist 500 Yen. Standard 500 Yen. Standard 500 Yen. Achso, 500 Won. Ich dachte gerade schon, wir sind in Korea. Warum ist da Yen? Okay, 500 Won, jetzt stimmt's. Ich kann es benutzen, um bei der Vending Machine, halt bei den Getränkautomaten bzw. bei den Automaten was zu kaufen. Ich weiß es schon bei dem einen Stück zumindest, wie was wo geht. Jetzt kommen erstmal die Mädchen da. Ja, 소리 없이 나타나면 놀라잖아. 쟤 얼마 전에 우리 반으로 전화가 오네. 그럼 이따가 봐. 그래, 나중에 봐. Interessante Sprache. Ich bin japanisch. Nein, 8반 중성화야. 너는? My name is Rei Kurokawa. 재밌는 이름이다. 예, 왜 gemein? Hat sich über meinen Namen lustig gemacht. 그런데 이 시간에 학교에는 무슨 일이야? Die Flashbacks da gerade sind, glaube ich, so Tipps, wo wir hin müssen, weil wir müssen da nicht wirklich da noch hin. So Young ist in your class, isn't she? So Young ist in deiner Klasse, halt. Richtig? 뭐야? 너도 소영이 쫓아다니는 애구나? Bist du einer von den Typen, die so Young sind? 남자애들은. 너 전화 본 지 얼마 안 돼서 잘 모르지? Da du neu bist, denke ich mal, weiß ich es nicht. So Young ist Punkt, Punkt, Punkt und Mädchen rein weg. Mann, ich bin's von Eve gewohnt, dass ich so lange Zeit zum Übersetzen habe, wie ich will und dass keiner dazwischen labert. Hier habe ich leider einen Zwischenlauberer. Ja, und es gibt uns auch jetzt nochmal Tipps, wo wir hin müssen. Finde ich gut. Ich hoffe, das bleibt im ganzen Spiel so. Sonst habe ich ein Problem. Wir holen jetzt erstmal unseren Stacker. Stifti, hol dir. Wissen wir schon. Und eine Notiz. Erste Notiz. Construction Memo. Blablabla, Main Buildings, blablabla, 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 das habe ich beim ersten Mal schon nicht richtig durchgelesen.
Also, im ersten Stock muss an den Lichtern rumgeschraubt werden. Aber die Switchboard, was auch immer Kabel in dem Maschinenraum sind, aufgewickelt, zusammengewickelt, auf jeden Fall verknotet und sonstiges. Deswegen müssen sie die Fußböden, Böden, Dinger und Wände wegmachen. Achso, die Fußboden, Dinger und die Wände müssen deswegen abgedingst werden, damit sie an die Kabel kommen. Und bla bla bla. Falls diese Arbeit gemacht werden muss, muss der Extractor-Fan, halt der komische Lüfter, ich nenne es jetzt Lüfter, der mit dem Maschinenraum verbunden ist und dem, nicht Wissenschaftslabor. Ich nenne es jetzt Wissenschaftslabor, weil ich keine Ahnung habe, wie es nochmal hieß. Wissenschaftslabor. Und von dem Mädchen Waschraumstrich Toilette muss entfernt werden. Das war jetzt voll der unlogische Satz. Ich weiß zwar, was ich machen muss, aber ich kann es nicht erklären. Tut mir leid. Vielleicht liegt es an der komischen Übersetzung. Die Übersetzung ist auch schlecht. Macht einfachere Sätze für mich, bitte. Okay, und hier haben wir den Kabelschneider-Ding. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Drahtschneider. Ich hab's gar nicht gesehen. Oh mein Gott, die Frau hat mich gerade erschreckt. Hallo Frau. Jetzt schon. Oh mein Gott, ja! Mach den Alarm aus! Gleich! Ich muss trinken hier. Gimme. Das Säubchen, die Sojabohnenmilch, Milch wird hier runterfallen. Dann holen wir uns mal eine. Vielleicht können wir uns damit auftreten oder sowas. Irgendwas muss es ja bringen, oder? Wir haben ja Welt. Schreib die Münche da rein. Hier schon da unten, was ist das da? Trinket will come a bit of five. Ich weiß. Achso, ja. Ich nehme erstmal nur eins mit. Eins müsste genügen, oder? Zeigt sich auch noch gut. Ja. Wie kriege ich das Ethan da raus? Oh, nimm das. Und ab geht's. Es ist ein Roboter, die wir jetzt mitnehmen. Beim ersten Mal bin ich bei dem Testlauf voll damit hängen geblieben, weil. Guck mal, ob ich diesmal hinkriege. Ja! Ah, nicht hängen bleiben. Ich kann jetzt dahin und speichern. Zum ersten Mal. Falsche Toilette. Wir sind ja im Mädchenklo, wir dürfen im Mädchenklo nicht speichern. Was auch immer, welche Gründe das hat, wir dürfen im Mädchenklo nicht speichern. Okay, do you want to save the game? Yes. Wir wollen speichern. Und genau dahin wollen wir speichern. Saved High School. Wir haben also gespeichert und wir haben nur 6 Minuten, die ich jetzt sinnvoll nutzen werde. Hoffe ich mal. Ups, falsche Richtung. Auf und davon! Geh die Leiter hoch. Sofort, ich befehle es dir. Und ab geht's. Es ist ein Kabel, halt nicht Kabeldraht, der den Lüftungsschacht blockiert, den wir jetzt kaputt machen. Beziehungsweise aufmachen. Das Drahtnetz wurde entfernt. Ich bin mit. Jetzt kommt gleich eine nicht so schöne Szene vor dem Mann, vor dem ich jetzt schon Angst habe. Das ist ein Hausmeister. Das ist der Hausmeister. Der verschlägt Schüler und schleift sie in irgendwelche Zimmer rein. Und ich weiß jetzt schon. So viel wie ich mitbekommen habe und gelesen habe, läuft er uns dann hinterher, wir uns verschlagen und töten und sonstiges. Ist das nicht eine schöne Aussicht? Der ist bestimmt schlimmer als alles andere, was in dem Spiel vorkommt. Egal, wie wahrscheinlich jeder Geist ist harmloser als der. Fühl ich gerade irgendeinen Kreisverkehr? Ich hab's gerade hingehört. Was denn? I'm sorry, falsche Richtung, fast halber. Wir müssen jetzt hier das Dampf ausmachen. Schade, dass man in Dinger nicht rennen kann, aber wir kommen. Ja. Wäre unlogisch, hier rennen zu können. Es ist eine. Bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das wird vielleicht. Das ist vielleicht mit dem Dampf.
Leck, Dampfleck verbunden, beziehungsweise Gedingsdart. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Oh, heute Abend, heute Nacht. Ich bin zu schlecht mit Deutsch gerade. Es tut mir leid. Deutsch ist eine schwere Sprache. Na, ja, wir kommen durch. Guck, mach auf. Das ist das Maschinenlaboratorium, was keinen Sinn macht. Das Drahtkabel wurde entfernt. Wir müssen jetzt das Licht anmachen, weil es für den Kerl hier zu dunkel ist. Jetzt hängen wir uns auf dem Boden zu kommen. Was bist du eigentlich? Ah, der Alarm sagt, dass da ein Eindringling in der Schule ist. Das ist ein Eindringling in der Schule, deswegen ist der Alarm losgegangen. Ich rate mal, dass es was Schlechtes ist, wenn ein Eindringling in der Schule ist, oder? Sind wir irgendwas, was ich brauchen kann? Nein, das nicht. Okay, das Maschinenraum ist gesperrt. Aufmachen. Ups. War falsch. Passiert jetzt was? Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich... Beim letzten Mal ist es beim ersten Mal so hochgeklappt. Ja, ich habe verstanden, dass es falsch war. Ich mache hier random rumdrücken, das bringt wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich steht da Logik dahinter, aber beim letzten Mal habe ich auch noch random rumgedrückt. Deswegen hoffe ich, dass ich so viel Glück habe und dass es gut funktioniert. Ich habe noch 2 Minuten. Nein, das war das Falsche. Nein, ich habe es mir nicht mal gemerkt, was ich gerade rumgedrückt habe, aber es war nah dran. Was habe ich hier gerade rumgedrückt? Nein. Was zur Hölle? Ich würde echt gerne wissen, was ich beim ersten Mal gedrückt hatte. Hast du es nicht? Ich mache jetzt planlos so weit, oder bis ich es irgendwann hinbekomme. Kann auch sich nur um Stunden handeln. Ich möchte echt gerne wissen, was ich gedrückt habe. Was war's auch nicht. Jesus Maria und was auch immer. Was mache ich hier falsch? Woher kommt es, dass ich beim ersten Mal so viel Glück hatte und jetzt nicht so viel Glück habe? Oh, ich hab's! Jesus! War ja auch mal Zeit, dass mein Glück mich nicht verlässt, beziehungsweise zurückkommt. So, jetzt kommen wir an das Zeugs, was da drin ist. Das ist ein bisschen unlogisch, aber egal. Und es sieht auf einmal alles so schön und hell und so. Ich wollte gerade sagen, es sind da Mülltüten an der Decke. Aber ich denke mir nicht, dass es Mülltüten darstellen sollen. So, das ist ein Amulett. Das du dir nehmen sollst. Ein Eisenamulett. Und ein Schlüssel. Und es ist zum Home Laboratory. Der Schlüssel. Hier ist ja alles verschlossen, deswegen kommen wir nicht raus. Das ist eine große Box, die wir verschieben können und jetzt da durchkommen. Ich glaube, ich muss jetzt eine Pause machen. Ja, wir haben eigentlich gleich schon meine Zeit, die ich haben wollte. Ich hoffe mal, ich kann jetzt hier einen Cut machen. Also ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part gleich. Also, bye bye.